Technikbauer sagt Hallo zu einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr einen Hard Reset bei eurem Panasonic Fernseher durchführen könnt. Nach dem Intro legen wir gleich los. Wenn ihr einen Panasonic Fernseher habt und diesen zurücksetzen wollt, gibt es zwei Methoden. Ihr könnt ihn über das Menü zurücksetzen, indem ihr die Menütaste drückt. Und wenn ihr jetzt nach unten scrollt, zum Setup zum Beispiel, dann könnt ihr diesen zurücksetzen. So. Systemmenü und Werkseinstellungen. Hier könnt ihr den Fernseher zurücksetzen. Aber es gibt eine zweite Methode, die Hard Reset Methode. Mit der Hard Reset Methode ist wirklich alles zurückgestellt und das ist für den Fall, sollte mal gar nichts mehr gehen am TV, dann könnt ihr das über dieses versteckte Menü machen. Achtung, alle Einstellungen sind dann verloren, wenn ihr das macht. Dann müsst ihr wirklich von Anfang an alles nochmal durchgehen. Wie das funktioniert? Ganz einfach, ihr haltet am TV die Volume-Taste gedrückt und haltet auf der Fernbedienung die Menütaste gedrückt für 5 Sekunden. Das machen wir jetzt. Wir halten jetzt die Lautstärke-Taste gedrückt. Und jetzt halten wir die Menütaste für 5 Sekunden gedrückt auf der Fernbedienung. Hier setzt die Meldung, wir sollen hier nichts machen und warten. Wir haben jetzt den Self-Test, das heißt hier steht auch Self-Check Complete und es ist alles auf OK, weil wir ja keinen Fehler haben. Gleichzeitig sehen wir auch unseren Modellnamen des Fernsehers. Um jetzt aus diesem Menü zu gelangen, müsst ihr den Fernseher stromlos machen, sprich Stromstecker abziehen und wieder anstecken und dann müsst ihr von Anfang an wieder alles einstellen. Ihr seht, das ist eine tolle Methode, den Fernseher komplett zurückzusetzen. Wenn ihr dazu Fragen habt, verwendet doch unsere Webseite. Wollt auch hier euer Produkt auf unserer Webseite vorstellen, dann verwendet unser Kontaktformular. Technikbauer sagt, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.